Weißt du noch, was der Stöcker mal zu uns gesagt hat mit der Staubsache? Er hat vieles gesagt. Ja, du weißt, das mit dem Traum und so, wenn man das in die Schwerelosigkeit schickt. Mein Name ist Wolfgang Stöcker. Ich habe 2004 das internationale Staubarchiv gegründet und ich beschäftige mich mit Staub an wichtigen Orten. Das können Museen sein, Kirchen, das können aber auch Naturorte sein. Und eine interessante These, ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit das stimmt. Wenn man Staub in den Zustand der Schwerelosigkeit versetzt, sollen in diesen schwebenden Teilchen Informationen, Bilder aus der Vergangenheit auftauchen können, die irgendwie da drin gespeichert sind und die vorher überhaupt nicht zugänglich sind. Und plötzlich tauchen die in der Schwerelosigkeit auf magische Art und Weise wieder auf. Das ist eine äußerst geheimnisvolle Theorie und ein lohnendes Forschungsobjekt. Ah, das meinst du. Ja. Glaubst du, das können wir mal ausprobieren? Ja, hast du Lust drauf? Nicht. Ja? Ja. Wo kriegen wir Staub her, wenn wir das machen wollen? Da oben ist bestimmt ganz schön viel Staub. Du hast recht. Und wir können die Leiter dafür benutzen, da hochzukommen. Ja. Aber wo packen wir da den Staub am besten rein? Da ist ein Glas. Ja, dann benutzen wir das einfach. Ja. Ja, okay. Hier kannst du den Staub einlassen. Alles klar, danke. Jo, Karin, du sag mal, wir sind ja morgen im Zahn, im Fallturm. Wäre es möglich, dass wir unseren Staub, den wir gestern gesammelt haben, in die Bühne legen könntest? Also in diese? Mhm. Aber wozu soll ich denn einen Staub in eine Bühne legen? Was bringt das dann? Vertrau uns. Wir wissen schon, was wir machen. Mhm. Warte mal. Ja, okay, kann machbar sein. Ja, machst ja. Du? Ja, alles klar, danke. Der Kaiser. Was macht der denn hier? Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich dachte, der ist nie hier hochgekommen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Sinnestäuschung. Aber gut, dann du, Kaiser, bist jetzt einfach an dem Ort, der für dich geschaffen wurde. Mein Raum. Da sollte Kaiser Wilhelm sich ins Goldene Buch eintragen. Vielleicht machst du das ja nochmal. Denn dafür wurde dieser Raum richtig gestaltet. Und da sind oben an der Decke, guck mal, oben sind die ganzen Tugenden abgebildet. So sollte eigentlich der gute Mensch erzogen werden, so hat man sich das vorgestellt. Dabei warst du als Kaiser ja gar nicht so ganz gut. Schließlich hast du uns den Ersten Weltkrieg eingebrockt.